Kollegen Bill knapp verpasst auf dem Sofa von Wetten, dass. Dabei hatte Bill von Tokyo Hotel ein sehr ähnliches Programm wie Sie. Auch er ist gleich nach seinem Auftritt in Friedrichshafen per Privatjet abgedüst, und zwar nach Berlin, wo auch er seine eigene Filmpremiere beehrte. Mit einem Unterschied zu Beyoncé. Bei ihm wurde viel mehr gekreischt. Als Tokyo Hotel-Sänger Bill Kaulitz den roten Teppich betrat, waren seine Fans mal wieder wie aus dem Häuschen. Da staunte selbst der französische Kultregisseur Luc Besson. Bei der Deutschlandpremiere seines Animationsfilms Arthur und die Minimoys verstand er sein eigenes Wort nicht mehr. Ich hoffe nur, dass die Mädchen während der Vorstellung nicht auch so schreien, sonst haben wir nichts mehr vom Film. Ich dachte, das wird jetzt gar nicht so eine große Sache. Ich gehe kurz rein und gucke mir den Film an. Aber die ganzen Fans sind gekommen. Ich bin stolz. Die Sache ist die, in 2 Tagen werden wir... Neuland für den 17-jährigen Teenie-Schwarm. Hey, nur weil wir gleich sterben, darfst du noch lange nicht unverschämt werden. Pop-Queen Nena zeigte ihm bei seinem ersten Synchronversuch, wo es lang geht. Ich wusste gar nicht, ob ich das kann. Und noch dazu hasse ich es, meine Stimme irgendwo zu hören. Was ist das für ein... Dennoch hatten Nena und Bill viel Spaß im Elfenland. Auch das Premierenpublikum fand den Fantasy-Film ziemlich abgefahren. Nena und Bill haben sie gut gemacht, aber Bill hat eine kleine Essschwäche, glaube ich. Er lispelt ab und zu, sorry. Man kann da echt jetzt nicht meckern. Es wäre gemein, wenn man jetzt sagt, soll mal lieber nur singen und so. Überhaupt nicht, ich habe ihm das total abgenommen. Also wohl ein guter Griff von Luc Besson, den Tokyo-Hotel-Star als Werbehelfer für den 85 Millionen Dollar Streifen anzuheuern.